Grüß Gott. Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 561. Eichhorn-Wanderung am Sonntag, dem 3. Oktober 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern ich sitze in der Fußgängerzone von Maribor, der Hauptstadt der slowenischen Region Steierska, also der slowenischen Steiermark. Ja, und ich möchte mit Ihnen ein bisschen durch die Altstadt hier wandern heute Abend mit Goethe. Jetzt werden Sie sagen, oh je, schon wieder Goethe, was hat denn Goethe in Maribor verloren? Der kommt doch ohnehin so oft vor bei den Wanderungen. Nein, heute nicht mit Johann Wolfgang von Goethe, sondern mit Hermann Goethe. Hermann Goethe ist 1837 in Naumburg an der Saale geboren, also 5 Jahre nach dem Tod seines Namensvetters, des Dichterfürsten. Und Goethe war Önologe, Hermann Goethe, und ist in den Süden gewandert, weil er wollte dort sein, wo es etwas mehr Weinbau gibt, als in der nördlichsten Weinbauregion Deutschlands. Ja, und so ist er 1871 hierher gekommen nach Maribor und hat hier die erste Marburger, hat man damals gesagt, Weinbaufachschule gegründet. Die hat er dann einige Jahre geleitet und 1886 ist er dann nach Wien, um Dozent zu werden in der damaligen Hochschule für Bodenkultur, auch wieder mit dem Weinbau beschäftigt. 1888 hat er sogar eine Gesellschaft zur Pflege der Weinkultur Österreichs gegründet. Ja, gestorben ist er 1911, wo? In Baden bei Wien. Also Sie sehen, er war sozusagen der Vater, vielleicht sogar Großvater, der österreichischen Weinbautradition, so wie sie in Schulen gelehrt werden kann. Und dadurch, dass er hier in Maribor seine erste Schule gegründet hatte, ist er auch zum Gründer der slowenischen akademischen Weinbautradition geworden. Ja, ich werde jetzt mit Ihnen noch ein bisschen durch die Altstadt gehen und vielleicht dann irgendwo einen kleinen Versuch unternehmen, wie es um die slowenische Weinbautradition im Moment gerade bestellt ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.